Hallo liebe Zuschauer, herzlich willkommen bei einer neuen Sendung von Sport in Schwerin, aus der Arena am Lambrechtsgrund. Schafft der SSC die Sensation? Unter diesem Motto steht das Spiel heute, denn es ist nicht Bundesliga, nein, es ist Europapokal, CEV-Pokal. Und der Schweriner SC empfängt heute die Gäste von Yamamay Busto Arsi Sio aus Italien. Die Italiener klar Favorit, auch im Hinspiel. Das Hinspiel, das ist eigentlich schon eine kleine Sensation. Gestaltet der Schwerin sehr, sehr ausgeglichen, gewann den ersten Satz, gewann den vierten Satz, verloren am Ende knapp mit 3:2. Auch heute könnte es vielleicht 3:2 ausgehen, dann vielleicht sogar für den Schweriner SC und dann geht es in einen Golden Set. Das heißt, ein Satz bis 15 gespielt, wer den gewinnt, ist weiter. Dies tritt allerdings auch ein, sollte der Schweriner SC früher dieses Spiel für sich entscheiden, bei 3:0 und 3:1. Ob ihnen das gelingt oder ihnen sogar die Sensation gelingt und die Italiener aus dem Pokal zu schmeißen und in die nächste Runde einzuziehen, das sehen wir uns jetzt an, Schweriner Sportclub im Europapokal. So, meine Lieben, vor der Saison am Schwerin gegen Yamamay Busto Arsi Sio. Ich stehe in unserem Referenzkorps. Heute wird Martin das Spiel aus Finnland. Juhani Kainainen aus Finnland sein Assistent. In der Lübeck Christensen aus Dänemark. Und die Grüße zum Reisiger. Yeah.
Ja, die Stimmung ist gut in der Arena. Damit herzlich willkommen auch vom Kommentatorenplatz zum Spiel des SSC gegen die Gäste von Sizio. Und der erste Ballwechsel gleich richtig intensiv, aber der ist noch nicht weg, der Ball. Aber übergegriffen und damit 1-0 für den Schweriner Sportclub. Der erste Aufschlag von Anna Boys. Ging noch klar daneben. Aber trotz der großen Chance, die der Schweriner Sportclub hier hat, gingen sie eigentlich relativ ruhig ins Spiel. Wir haben hier nichts zu verlieren. Wir haben ja eigentlich schon alles richtig gemacht. Und die Italiener sind klar Favorit. Hanke, Kaufeld. Gut gemacht in den Block 2-1 für Schwerin. Man sieht beide Mannschaften von Anfang an hellwach. Und wenn sie das dabei behalten, dann wird das ein sehr spannendes Spiel heute. Berre Kaufeld. Die Chance für die Italiener. Guter Block von Topic. 3-1 Paris. Ah, wir haben es vielleicht gehört, die Italiener hier unter uns, einige sind mitgereist. Lautstark mit Megafonen am Singen. Und wird jetzt belohnt mit dem 3-2. Chiara Dallora jetzt mit der Angabe für die Italiener. Topic, klasse. 4-2. Im letzten Heimspiel gegen Robi aus Hamburg konnte Mira Topic nicht überzeugen. Ja, jetzt sieht sie hellbar aus. Cindy Sanke mit der Sprungaufgabe. Als Netzroller gefährlich. Gut gelöst von den Italienern. Christina Bauer, die sich weder italienisch anhört, sondern eher deutsch, aber sie ist Französin. Die Angabe hätte Topic gar nicht ran müssen. Neuer Versuch. Jetzt Patricia Thormann. Guter Block der Italienerin. Sie höchst als Niederländerin, in dem Fall Lortje Meiners. Und Aneta Flikova aus Tschechien darf also erneut 4-4. Und wieder der gute Block, Christina Bauer. Das machen die Italienerinnen sehr gut und damit wird in der SC große Schwierigkeiten haben in diesem Spiel. Vier, fünf. Gut, diesmal der Block nicht geschlossen, richtig geschlagen von Thormann. Kurze Variante Brand von Bauer gehalten. Jetzt muss der Schweriner Block stehen. Tut er. Und die Chance für den Schweriner SC. Topic. Klasse. 5-5. Den Block angeschlagen seitlich. Dann ist der Ball im Aus. Aber dann von den Italienerinnen. 5-5.
Lasse gerettet den Ball. Aber Italiener erneut mit dem Versuch. Lasse holt sich den zweiten Ball und den. Kann Lisa Thomsen nicht mehr holen. Meiners. Der Ball im Aus. Ärgert sich die 1,90 große Niederländerin. Auch die Angabe im Aus. Zweiter Angabefehler. Mit den ersten 7 Punkten vom Sperrin SC. Das haben wir diese Saison schon deutlich besser gesehen. Christina Bauer. Tormann. Der Block. Der war drin. Elena Abelkova. Falsch Tschechien. Und so schnell kann es gehen. Erstes Team-Timeout beim Stand von 6:8. Bauer bringt den Ball nach der technischen Auszeit wieder ins Spiel. Gute Angabe, große Schwierigkeiten bei Sperrin. Jetzt besser die Möglichkeit nach diesem Block. Anne Boy ist nicht sauber getroffen, aber der war gut. 7:8. Oh Mann, zu weit. Dritter Angabefehler in diesem Satz. Ein Bild, was man vom Schweriner SC eigentlich eher aus dem letzten Jahr kannte. Wieder klasse Block der Italienerin, diesmal von Dolora und Aplikova. Carly Lodi darf den Ball wieder ins Spiel bringen. Ah, Wechsel bei Sperriner Sportclub. Patricia Thormann nimmt auf der Bank Platz und Julia Retzlaff kommt. Okay. Carly Lloyd. Klingt typisch italienisch, ist sie aber nicht. Sie ist Amerikanerin. Schwerin jetzt. Die Elf an der Boys mit dem zweiten Versuch. Bessere Angabe. Und der Block von Berit Kaufeld nicht kräftig genug. 8:11. Elena Avekova. Schlick auf. Auf der Sprungaufgabe. Schwer anzunehmen. Wieder der gut gestandene Block der Italiener. Gut aufgepasst. Jetzt
Kaufeld gefährlich, aber nicht gefährlich genug. Anne Beuys aus dem Hinterfeld nicht sauber getroffen. Aber die Idee war richtig. Havelkoffer. Berit Kaufeld am Block nicht stark genug. Und das führt jetzt zur Auszeit auf Seiten des Schweriner SCs. Kann Beuys seine Mannschaft ein wenig ordnen. Und er zeigt das auch an zu Berit Kaufeld. Fass nicht drüber, sondern fass von unten. Dann kann es an dir nicht runterfallen. Ja, bleibt für uns die Zeit, mal auf die Ergebnisse von Asiso zu schauen in dieser diesjährigen CEV Cup Serie. Waren 3-0 zu Hause gegen Le Cant aus Frankreich und gewannen auch 3-0 in Frankreich. Gewannen zu Hause gegen Baku mit 3-0, gewannen in Baku mit 3-2. Und da lagen in Polen bei Belski Fiala, aber gewannen zu Hause und an den Golden Set mit 15-13. Und weiter geht's. Guter Ball von Topic, nächster Versuch. Und Hanke mit dem zweiten Ball gegen den Block. Keine Chance. 9-13. Kaufeld. Und klasse der Ball von Mira Topic. Das erinnert etwas an die Mira Topic aus dem Vorjahr. Als sie mit ihren starken Bällen Schwerin Richtung Meisterschaft brachte. Kaufeld. Und die macht das Ass. 11-13 und jetzt Auszeit für die Italiener. Trainer Carlo Parisi nicht zufrieden. Natürlich nicht. Mit dem Verlauf der letzten Punkte. Und bleibt für uns die Möglichkeit, noch einmal kurz zu schauen auf den Stand der Campionata Serie Femminili 2011-2012. Also auf die aktuelle erste italienische Liga und dafür Busto Assisio die Liga an. Der Schweriner SC, für die, die es jetzt nicht wissen, momentan auf Platz Nummer 3 hinter den roten Rahmenbild-Zwieburg und dem Dresdner SC. Der Ball von Berit Kaufeld im Aus. Und Chiara Dallora geht jetzt raus. Und Silvia Lotti, die sich nicht nur anhört wie eine Italienerin, sie ist auch eine, darf jetzt den Ball ins Spiel bringen. Anne Beuys jetzt aus dem Hinterfeld auch erfolgreich. Keine Annahmechance für Lotti. 12-14. Und deswegen darf Dallora jetzt auch zurück. Auch wenn sie noch erstmal Platz macht für den Libero. Für Leonardi. Und in die Sanke mit der Sprungaufgabe. Jetzt muss der Block stehen. Und der Block steht. Anja Brandt mit Julia Retzlaff. 13-14. Thank you.
Klasse Angabe von Hanke. Aber gut gelöst von den Italienerinnen. Thoms auch dran. 13-15. Ab lecker warm. Guter Ball von Anne Beuys, wenn auch gerettet. Retzlaff scheitert am Block. Und erneut der Block. Kali Leudon. Insbesondere die Acht von Assiso Christina Bauer. Und technische Auszeit. Ja, 13-16 steht's. Deswegen jetzt technische Auszeit. Doppeljets von der anderen Seite ebenfalls erfolgreich gegen den gestellten Block. Wichtiger Punkt. Man sieht, dass es auch gegen den geschlossenen Block geht. Topic. Guter Block von Brand. Drückt ihn rüber. Guter Ball. Und das ist der Punkt für den Schweriner Sportclub. Und wenn Sie wollen, liebe Zuschauer, achten Sie mal ein wenig auf Ten Boys oben am linken Bildschirmrand. Da steht er wie ein freudiger kleiner Schuljunge. Der Ball ist weg, aber da war der Block dran von Schwerin. 15-17. Gott, ja, Meyers. Boah, ist wieder mit Problemen im Block. Der Ball muss rüber jetzt, ja. Ah, der Ball von Doppelt. Geht zwar rüber, aber ins Aus. 15-18. Oh, schön gespielt, Anne Beuys, das ist ja... Da haben sie klasse den Block ausgehebelt, der kommt nicht mehr zusammen und dann ist alles klar für Anne Beuys, da muss sie durchschlagen. Und heute auch sehr, sehr kraftvolle Angriffe vom Schweriner Sportclub, genauso wie es heute auch sein muss. Das war nicht sauber gespielt. Das wäre eigentlich die Chance gewesen für Schwerin. Jetzt müssen sie selber wieder verteidigen. Keiner dran, aber der Ball ist drin von Bauer. Bauer geht aus dem Spiel für Visconti.
Getzlaff. Kam nicht richtig hinter den Ball. Wow, da wackelt das ganze Gehäuse. An der Beuys. Vorbeigeschlagen, der Ball ist drin, der Punkt geht an Schwerin. Den habe ich nicht mehr drin gesehen. Ich hätte aber gedacht, dass eine Italienerin dran war. Das war nicht der Fall. Aber sei drum, der Punkt geht nach Schwerin. 17-19. Man bleibt dran. Julia Retzler. Und die vierte Fehlaufgabe in Satz Nummer 1. Das ist zu viel. Zählen wir die mal ab, dann wird Schwerin jetzt führen. Das ist genau der Abstand. Gut gelöst von Retzlaff. Ja, was ist das denn hier? Kauf fällt auf Hanke und nicht andersrum. Aber wenn es funktioniert, nehmen wir es gerne mit. 18-20. Anna Beuys. Der Ball war ganz knapp aus. Fünfte Fehlaufgabe. Aber definitiv die knappste. Aber Elkova. Außenangriff 1,86 groß. Ebenfalls mit der Sprungaufgabe. Klasse! Die Abstimmung. Traumhaft zwischen Hanke und Kaufeld. 19,21. Ja, man ist dran beim Schweriner Sportclub, aber so langsam muss man gleich ziehen, wenn man diesen Satz gewinnen möchte. Und die Arena erhebt sich. Man merkt, hier ist was möglich. Der Punkt geht aber wieder nach Italien. Auf Lekova. Nicht annehmbar. Für Berit Kaufeld. Da Lora. Ah, der Ball von Anne Beuys. Immer aus. Und das dürften die beiden zwei entscheidende Punkte gewesen sein. Zur Entscheidung dieses Satzes. Aber noch ist er nicht vorbei. Da Lora. Klasse. Aber ebenfalls klasse der Block von Bauer gegen Topic und damit heißt es Satzball. Erstmal eine Auszeit, aber es gibt gleich Satzball für Yamamai Busto Assiso. So, und die Mannschaft, die jetzt auf der Platte steht, abgesehen von Anne Beuys, denn die war nicht dabei, erinnert sich jetzt an Dresden. Da werde man auch mehrere Satzbälle ab und gewann am Ende. Damals den zweiten. Und der erste Satzball abgewehrt, Anja Brandt. 20-24. Und jetzt kommt Patrizia Thormann. Für Julia Retzler. Danke. Klasse Block von Brandt und Topic. Dann kommt Brandt nicht dazu. Hat den Ball noch und dann sind sich Thormann und Hanke uneinig. Und damit geht der erste Satz an die Gäste jetzt. 20-25.
Auf geht's in Satz Nummer 2. Die Schweriner wollen jetzt hier über das Zuschauerpotenzial schaffen. Und da können sie wirklich nicht beschweren. Tolle Stimmung hier bisher in der Arena. Aber auch die Zuschauer können sie nicht beschweren. War bisher ein tolles Spiel. Und das wird fortgesetzt mit Denise Hanke. Dieser Toben geht da noch ran. Bei dem Ball von Floyd Myers. Aber musste sie auch, weil der wäre drin gewesen. Oh, der Punkt geht nach Schwerin. Technischer Fehler. Von Anetta Havelikova. Die möchte das nicht wahrhaben. Und der Ball, wenn ich das richtig gesehen habe, von Ten Boys, jetzt zwischen, genau in die Lücke rein. Und genau in die Lücke des Schweriner Blocks schlägt Havelikova rein. 2-1. Für Busto, wie sie unter uns rufen. Nichts. Kommen sie nicht ran, die Schwerinerinnen. 3-1. Und Havlikova. Ja, bei 9. Bauer mit dem Block gegen den schwachen Ball von Anna Beuys. 1-4. Und wieder liegt Schwerin früh im Hintertreffen. Und wieder gibt es eine Auszeit von Ten Boys. Es geht weiter beim Schweriner Sportclub. Fehlen natürlich auch noch die Alternative Crystal Estelle, die natürlich jetzt hilfreich wäre als Linkshand. Nur eine etwas andere Variante mit ins Spiel bringen würde. Anna Beuys. Der Ball im Aus. 2-4. Anja Brandt. Guter Block, klasse gemacht von Patricia Thormann. Ja. Aber auch gut reagiert von den Italienerinnen, 5-2. Oh, der Ball ist drin. Was für ein Ass von Slade Meines. Oh. Nee.
anderes Zeichen, der Ball im Aus. Habe ich das missinterpretiert? Ball im Aus, Punkt für Schwerin. Aber es war trotzdem eine Wahnsinnsangabe. Der Ball auch im Aus, sagen die Schiedsrichter. Auch das habe ich anders gesehen. Aber Schwerin wird da nicht meckern. 4-5. Ja, Pech für Anne Boys, kriegt den Ball auf den Kopf. 4-6. Schon unglaublich kraftvoll, beeindruckend, was die Italienerinnen hier spielen. Bauer. Klasse gespielt. Hanke Kaufeld. Jetzt Anne Boys. Hopp oder top? Oh, das war fantastisch gespielt von Lloyd. Eigentlich die Zuspielerin, also selbe Position wie Denise Hanke beim Schweriner Sportclub. Aber auch sie spielt diesen zweiten Ball und das ist diesmal erfolgreich. 5-7. Patricia Thormann, gut gelöst den Ball noch. Oblakova. Den Block angeschlagen und dann ist er nicht mehr zu holen. 5-8 technische Auszeit. Ich glaube, die tut dem Schweriner Sportclub ganz gut. Der Schweriner Sportclub wird das auch ein wenig nutzen, um ein wenig Kraft und Schwung zu sammeln. Weil ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass die Schwerinerinnen das Tempo nicht das ganze Spiel mithalten können. Leute. Anne Boys. Da ist alles offen, der Block ist nicht da. Kaufeld kam da nicht hinterher zu Doppelt. 5-9. Leute. Mal besser, klasse Block von Dolora und Abelkava. Und Auszeit vom Schweriner Sportclub. Ja, jetzt muss man sich ein bisschen was einfallen lassen auf Schweriner Seite. Was spricht da? Mit Berit Kaufeld verlangt ihr wohl etwas Cleverness ab beim Angriffsspiel. Wieder. Diesmal aber der Block von Mira Doppelt. Der Block eigentlich nicht geschlossen mit Kaufeld. Aber Havel, komm mal,
nutzt die Situation. Und Mira Doppelt sagt danke. 6-10. Ja, da haben sie mal eben die Spielerin gewechselt und die andere Tschechin eingesetzt. Milena Havelkova. 6-11. Und eben jene auch mit der Angabe jetzt. Und der Ball ist zu weit im Aus. 7-11. Auch das nehmen wir jetzt gerne mit. Danke. Klasse Angabe. Sehr gefährlich. Der Ball noch gerettet. Und wenn Lisa Thomsen rüberkriegt, haben sie zumindest die Chance auf den Block. Aber der landet auf Schweriner Seite. 7-12. So ein Wechsel. Chiara Dallora. Geht aus dem Spiel und Silvia Lotti. Kommt ins Spiel. Und Mira Toppelt durch den Block durchgeschlagen mit aller Kraft. Acht, zwölf. Wechsel noch einmal bei den Italienern. Es ist eigentlich nur der Wechsel zurück. Der Lauter jetzt wieder im Spiel. Auch interessante Position, die Froschposition, die Giulia Leonardi da einnimmt. Und dann der erste Angabefehler in Satz Nummer 2 für Schwerin SC Mira Topic. In diesem Satz aber weitaus nicht so entscheidend. Havlikova. Mit dem Ass. Und einem verschmitzten Lächeln. Der Ball im Aus. Und Havlikova. War für mich drauf auf der Linie. Also aus meiner Sicht Glück für den Schweriner Sportclub an der Brandt. Und der Block durch den, also der Ball durch den Block durchgeschlagen, nicht andersrum natürlich. Und dann noch zu weit. 10-14. An der Brandt. Oh, viel zu weit. Ein wenig mit der Reaktion. Den muss man auswechseln. Geht direkt raus. Natürlich ein geplanter Wechsel mit Lisa Thum. Dem Libero oder Libera. Der Schweriner Sportclub. Der Ball auch zu weit. Leute, meines. 15 und Patricia Thormann. Den Ball. Ich glaube, da sollte er nicht hin, zumindest nicht der Anzeige. Von Ten Boys. Und so der Punkt für Busto. 16 technische Auszeit, Nummer 2 im Satz Nummer 2. Ja, das Spiel entwickelt sich ein wenig so, wie wir das unter den Pressekollegen erwartet hatten. Die Italiener erweisen sich als so stark, wie sie eben sind. Und führen hier
im zweiten Satz nach 1 zur Satzführung mit 16 zu 11. Bei Sperrin gibt es Wechsel. Jorettler kommt für Patricia Thormann. Anna Beuys, klasse. Da haben sie Lücken gefunden, da hat den Ten Boys in der technischen Auszeit wohl was mitgegeben. Und Anna Boys jetzt auch mit der Angabe. Ball noch gut gerettet von Retzlaff. Hanke bringt ihn rüber, die Chance zum Block. Jetzt die Chance für Schwerin. Klasse, Berit Kaufeld. Sehr überlegt gespielt, nicht draufgehauen, nicht blind, sondern langgelegt, dahin, wo alles frei war. 13-16. Gute Angabe von Beuys. Rettet den Ball auch und jetzt Hanke, Topic, gut gerettet von Thomsen und Kaufeld im Netz. Deswegen der Punkt an die Italienerin. War unglücklich, versucht den Ball zu retten und trifft das Netz. Oh, super Ball von Kaufeld. Wieder überlegt gespielt, geguckt. Vielleicht ist das ja genau das Mittel gegen diese Italienerinnen, die mit sehr viel Schwung spielen, einem guten Block stellen. Gutes Spiel bisher, jetzt nochmal Topic. Der Ball im Aus! Der Ball im Aus und der Punkt geht an Schwerin. Riesenfreude bei den Spielerinnen. Ein hart erarbeiteter der Punkt. 15-17 und jetzt ist Auszeit genommen von Busto. Und jetzt schauen wir mal, ob Carlo Parisi seine Mannschaft besser eingestellt hat auf neue Stärke des SSC. Block von Anja Brand. 16-17. Und Kaufeld darf erneut. Und Dallora bringt den Ball, geht den Block durch. Hanke und Brand. Nabelkova schlägt auf. Aber Schwerin ist wieder dran. Im Satz Nummer 2. Gute Annahme. Klasse durchgedrückt. Von Hanke. Und der Punkt geht wegenübergreifend
an den Schweriner Sportclub. 17-18. Und jetzt kommt Dini Tanke. Die gefürchteten Sprungaufgaben von Schwerin Nummer 10. Ah, beim zweiten Mal reicht das Retten von Hanke nicht. Da Lora mit dem Punkt. Und Bisconti geht wieder aus dem Spiel. Und Christina Bauer kommt zurück. Da Lora jetzt mit den Angaben. Aber wir haben eine ähnliche Situation jetzt wie im Satz Nummer 1. Gut von Anne Beuys auf Julia Retzlaff. Guter Ball. Wieder Retzlaff. Und der Block von Bauer. 17-20. Und Thormann kommt jetzt zurück für Retzlaff. Da Laura wird wieder aufschlagen. Die Arena steht auf. Und Thormann macht den Punkt. Dafür ist sie gekommen, mit Kraft nochmal zu agieren. Topic. Block nicht geschlossen von Brandt und Thormann und Topic. Ist dann nicht bereit für diesen Ball von Aneta Aplikova. So, die Spielerin, die Schwerin, die größte Probleme bereitet heute. Anne Beuys. Nicht gut bei der Annahme. Wieder Block nicht geschlossen. Sind noch dran, aber das bringt nichts. 18-22. Der Ralf Kaufeld an der Außenseite. Haut sich auf die Schenkel mit den Fäusten. Man ist doch nah dran. Ein wenig verhext. Havlikova. Der Ball im Aus. Die Mehrzahl an Fehlaufgaben. Diesmal eindeutig bei den Italienern. Und an der Brand schlägt auf. Guter Aufschlag! Hat sich zu einer ihrer Stärken entwickelt in dieser Saison. Anja Brandt, die Aufschläge. Schon so einiges hast geschlagen diese Saison. So jetzt auch heute. Gar keine Abstimmung im Block von Beuys und Kaufeld. 20-23. 20 Punkte hatte man auch im ersten Durchgang. Vielleicht kann man ja jetzt etwas näher ranrücken. Leute meines. Mit der Sprungaufgabe. Ins Netz. Ihre zweite Fehlaufgabe. Im Satz Nummer 2. 21-23. Und Hakuta macht sich wechselfertig. Thormann. Bauer. Thormann hat ihn noch. Und Anne Beuys. Zeigt nur noch an, jemand wird dran gewesen sein. Die Schiedsrichter anders. Und das hat Satzball für Busto. Bauer schlägt auf. Der Ball ist drin von Berit Kaufeld. Das war bei Millimeterarbeit. 22-24.
Und Anne Beuys schlägt auf. Sprungaufgaben. Gefährlich. Aber vielleicht die einzige Möglichkeit, den Satzverlust noch abzuwenden. Ist nicht abzuwenden. Punkt. Durch Havelkova 22-25 geht auch der zweite Satz nach Italien. Die Sensation scheint knapp zu scheitern. So der Eindruck der ersten beiden Sätze. Der Schweriner Sportclub bisher mit einem guten Spiel gegen Yamabusto. Aber Yamabusto war immer knapp besser. 25-20, 25-22 entschieden die Italiener bisher die ersten beiden Sätze für sich. Und so muss der Schwerin jetzt eine Serie hinlegen von 4 Satzsiegen in Folge, um noch eine Runde weiterzukommen. Nämlich 3, um dieses Spiel zu gewinnen und den Golden Set. Und man beginnt ganz gut. Mira Topic 1-0. Und man ist ja dran bei Schwerin. Sätze nur knapp verloren, die Sanke jetzt. Fehlaufgabe. Nummer 1 in Satz Nummer 3. Im ersten Satz waren es 5. Das waren zu viele. Im zweiten Satz waren es deutlich weniger. Aber gereicht hat es immer noch nicht ganz. Havelkova. Der Ball im Aus. Ebenfalls Fehlaufgabe 1-2 aus der Sicht der Italienerinnen. Und der Ball auch im Aus von Havelkova und es steht 3-1 für Schwerin. Und das ist etwas, was wir in diesem Spiel noch gar nicht hatten. Eine Führung des Schweriner Sportclubs mit 2 Punkten. Und Anja Brand mit dem Block. 4-1. Genau so stand ein Satz zuvor. Nur andersrum. Auszeit durch Busto. Mira Topic. Mit der gute Angabe. Akuta, die jetzt im Spiel ist. Lisa Thompson, Anja Brandt. Mit dem 5-1. Und Topic. Der Ball an der Antenne. Und er steht 6-1 für ihn. Und der Einsprecher hier nimmt mir die Worte aus dem Mund. Was ist denn hier los? Topic. Der
Der Ball ist drüber, aber die Chance für Schwerin. Tormann. Punkt. 7-1. Wechsel jetzt bei den Italienern. Meiners geht aus dem Spiel. Und Franziska Marcon. Und Toppitz. Akuta stark den Ball geholt. Boys. Gut gegen den Block. Musste wieder der Block kommen. Diesmal eine Boys. Und Toppitz aus dem Hinterfeld. Klasse gerettet. Guter Block. Punkt geht nach Italien. Die Schwerinerinnen waren im Netz und ich glaube, die Entscheidung ist richtig. Ich hatte arge Bedenken bei dem Block von Hanke und Brandt, ob das nicht eine Netzberührung war. Und genauso zeigen es die Schiedsrichter auch an. Soll die Schwerinerin nicht aus dem Konzept werfen? Dallara. Klasse! Hanke und Brandt. Und es gibt technische Auszeit beim Stand von 8-2 für den Schweriner Sportclub. Unter uns die Italiener gucken sich gerade fragend an, was ist denn hier los? Ja, das. Also, wenn ich das richtig deute, dann vermuten sie, dass die Mannschaften gewechselt haben. Also die Trikots jedenfalls. Aber das würde ich mal so verneinen. Denn die Gesichter sehen immer noch gleich aus bei den Italienerinnen und auch beim Schweriner Sportclub. Aber jetzt schnuppert Schwerin natürlich Morgenluft. Anja Brandt. Oh, eigentlich guter Ball von Mira Topic, aber zu weit. Aber gut, den so zu nehmen. Kann ja natürlich nicht alles gelingen. 8-3. Havlikova. Ball von Hanke und Tormann ins Netz. Da hatte sie eigentlich alles frei, Patricia Tormann. Acht, vier. Havlikova. Und Bauer mit dem Punkt. Und der Schwung bei Schwerin ist raus. Und genauso sieht es Ten Boys. Und deswegen gibt es Auszeit. 8-5. Also eine 0-3-Serie aus Schweriner Sicht. Klasse von den Italienern noch gerettet. Jetzt Anne Boys. Gut, den Block angeschlagen. Punkt für Schwerin. 9-5.
Klasse von Hanke, aber auch ebenso klasse gerettet von Abelkova. Hakuta, klasse gerettet. Und jetzt müsste der Block stehen von Schmerin und der Block steht, aber dahinter passen sie nicht auf. Das war hervorragend gespielt von Marcon, die jetzt auch zur Angabe kommt. 9-6. Das ist schon Spitzenvolleyball. Hakuta geht zum Ball. Passt nicht ganz. 9-7. Guter Einsatz von Hanke am Netz. Und der Punkt durch Silvia Lotti. Marcon erneut bei der Angabe. Und Schmerin muss das Tempo, den Rhythmus wieder aufnehmen vom Anfang dieses Satzes. Klasse gespielt, Anne Beuys. Marcon an der richtigen Stelle. Erneut die Chance. Wieder Anne Beuys. Wieder gerettet dieser Ball. Und klasse Denise Hanke. Das ist alles frei, das sieht sie und die macht sie. Anne Beuys. Eine gelungene Sprungaufgabe. Wäre nicht schlecht jetzt. Das war aber eine Fehlaufgabe. Nummer 2 im Satz Nummer 3. Aber noch für den Berliner Sportclub. Christina Bauer. Klasse, Berit Kaufeld. Überlegt, geguckt. 11-9. Gerettet, ja. Miratopic, der war schwer, aber der Ball immer aus. Vom Block. Von ganz außen geschlagen. 12-9. Kaufeld. Ah, einmal Block von Hanke. Keine Chance gegen Abelkova. 12-10. Carly Lloyd. Klasse gespielt. Italiener haben ihn noch. Geht der noch rüber? Nein, der geht nicht mehr rüber. Der geht ins Haus. Aber er geht auch rüber, aber über den Schiedsrichter. Und das ist deutlich zu weit. 13-10. Denise Hanke. Klasse Sprungaufgabe. Dali Lloyd kann den Ball nicht annehmen. 14-10. Und dann die Aufgabe ins Netz von Denise Hanke. Fehlaufgabe Nummer 4. Ebenfalls Fehlaufgabe von Abelkova.
15-11. Miratopic. Nur ein Mann-Block. Topic hat den Ball noch, aber Arne Beuys wäre gerne hingekommen zum Ball, aber der Schiedsrichter bzw. das Podest, auf dem er draufsteht, das stand ihr im Weg. Wechsel bei den Italienern. Dallora geht raus und Silvia Lotti kommt. Ein Wechsel, den wir heute auch schon zweimal gesehen haben. Lotti also zur Angabe. Nakota kann den Ball nicht annehmen. 15-13. Anne Beuys. Jetzt wieder. Wieder Block von Bauer. Ein klasse Ball. Wird nicht. Jetzt wieder Beuys. Jawohl! Technische Auszeit mit der Führung für den Schweriner Sportclub. 16-13. Das erste Mal in diesem Spiel, dass Schwerin mit der Führung in die zweite technische Auszeit geht. Bisher hat immer die Mannschaft gewonnen, die in der technischen Auszeit Nummer 2 geführt hat. Bisher war es immer Busso. Jetzt Schwerin. Technische Auszeit, das war seit 2 die Phase, wo Schwerin noch einmal rankam. Da hatte Ten Boy seine Mannschaft noch mal gerichtet. Und er hat Havlikova. Kann Schwerin vielleicht auch jetzt noch mal etwas an Tempo aufnehmen. Beuys. Gut von Hanke. Kaufeld auf Beuys. Und der Punkt für Schwerin. Ja, wer braucht denn Dennis Hanke? Während Kaufeld kann das auch. Sie möge mir die Aussage verzeihen. 17-14. Topic, aber der Ball geht nur rüber. Neue Chance für die Italienerin. Klasse Block jetzt von Beuys und Kaufeld. Und der Ball von Hanke zu hoch für Kaufeld. Da war eigentlich alles bereit für den Punkt. Selbst die Italienerinnen sahen schon so aus. War ein bitterer Punkt. Marcon. Guter Block und jetzt wieder Beuys. Gelegt an sich richtig, aber die Italienerinnen haben aufgepasst. Klasse von Topic. Wieder Beuys. Und das ist der Punkt für Schwerin. 18-15.
der Punkt. Geht jetzt wieder an die Italienerin. In Hammelkoma schlägt Hanke an. Bauer geht aus dem Spiel. Und Visconti kommt. Da sieht man auch einen großen Unterschied zwischen den beiden Mannschaften. Die Italiener bereits viermal gewechselt. Schwerin noch gar nicht in diesem Satz. Und auch so sah es am jeden Satz bisher aus. Der Ball noch gerettet. Schwerin mit einer neuen Chance. Topic, der Ball im Aus. Auf vom Block. 19-16. Bauer kommt zurück. Und jetzt geht Anna Beuys zu Julia Retzlaff. Ein neues Bild schaffen. Anders kann ich den Wechsel nicht verstehen, denn Anna Beuys macht es sich bisher gut. In diesem Satz. Kaufeld. Der Ball ist drin. Marcon. Ihm fielen alle Gesichtszüge raus, wie sie sieht, dass der noch drin ist. Ah ne, der Ball war nicht drin. Also die Schiedsrichter haben so entschieden. Der Ball geht an die Italiener. Aber selbst die Italienerin hat ja gesehen, dass der Ball drin ist. Aber wir haben auch schon eine Entscheidung für den Schweriner Sportclub gesehen, knappe. Und Mira Topic. Und ich danke meinem Kameramann natürlich für die nette Hilfe, mir eine Sehhilfe anbietet. Nächstes Mal genauer hingucken. Ich werde meinen Blick etwas mehr auf die Schiedsrichter richten. Vielen Dank. 2017. Und in die Tanke mit der Sprungaufgabe. Gute Aufgabe. Die Italiener haben ihn noch. Aber Patricia Thormann. Mit dem 21-17. Und Auszeit durch Busto. Das ist die zweite Auszeit durch die Italiener. Carlo Baresi. Ah, da spricht er schon etwas mehr wie ein Italiener mit Händen. Ja, es ist seine letzte Chance, nochmal einzugreifen. Und mit dem DVL-Jingle, der immer eingespielt wird zu den Bundesligaspielen, soll ein vertrautes Einsiegergefühl hier hervorgerufen werden in der Arena. Hanke. Andi. Er bleibt weiterhin erfolgreich. Janita Blikova. Und Helena Havelkova, die andere Tschechin. Bringt den Ball wieder ins Spiel. Anker auf Topic, holt den Block durch. Der hat aber noch gar keinen Platz mehr. Calora und Marcon. Kommen Sekunden zu spät. Anna Beuys kommt zurück für Julia Retzlaff. Julia Retzlaff eher für den defensiven Part gedacht. 22-18. Und Topic. Ah, das Netz wackelt, aber ich glaube, das war nur der Ball. Und der Punkt geht an die Italiener, auch wenn das Schweriner Publikum das anders sieht. Und Herrn Beuys zeigt es richtig an, er sagt weiterspielen. Wir ärgern uns nicht über so einen Ball. Weil das Netz darf natürlich wackeln, wenn der Ball da reinfällt. Dann darf es nur nicht berühren, der Lora. Klasse. Von Hanke auf Brand. Nicht erfolgreich. Der Ball immer aus. Und der Punkt geht nach Schwerin. Weil der Ball berührte nur das Netz. Nicht den Schweriner Block. 23-19.
Anja Brandt. Oh, die Arena hebt sich, ganz so weit sind wir noch nicht. Satzball haben wir noch nicht. Anja Brandt. Der Ball, klasse geholt. Thormann macht den Punkt. Satzball für den Sperriner Sportclub. 24-19. Unter den Augen von Ministerpräsident Erwin Sellering schlägt Anja Brandt auf zum Satzgewinn. Gut ausgespielt von Marc Horn. Der Heber hinter dem Block. Und Aneta Havlikova. Mit dem Auftrag, mal eben vier Satzbälle abzuwehren. Und dafür kommt auch noch Lotte Meiners. Im Außenangriff. Für Franziska Marc Horn. Oh Gott, Mann. Ihre Angriffe und auch ihre Angaben machten Schwerin bisher stets Schwierigkeiten. Diesmal sieht es gut aus. Thormann! Havlikova greift jetzt auch selber an. Und der fällt durch die Hände von Beuys. 24-21. Berlin haben alles versucht. Zwei Auszeiten, sechs Wechsel. Damit müssen sie jetzt durchspielen. Beuys. Wieder Beuys. Scheitert am Block. Gut gerettet. Hanke auf Thormann. Und der Block. Der Italiener. So ein Bauer. 24-22. Und die Auszeit vom Schweriner Sportclub. Ich denke, die richtige Maßnahme. Jetzt etwas den Schwung rausnehmen aus den Italienern. Die Mannschaft nochmal neu justieren. Und dann sollte es doch klappen mit dem Satzgewinn. Havlikova. Soll jetzt also noch zwei Satzbälle abwehren. Topic. Danke. Beuys. Einmal gerettet. Ein zweites Mal nicht gerettet. 24-23. Bauer. Und jetzt kommt Hanne Orgenhorst. Die Norwegerin im Team des Schweriner Sportclubs für Berit Kaufeld. 1,88 groß, Mittelblockerin. Hat morgen Geburtstag. Könnte sich heute belohnen. Quasi vorzeitig. Aber erstmal Anne Beuys. Havlikova. Hanke hat den Ball. Aus. Beuys und wieder die Italiener. Ne, der Block vom Schwerin. Ball noch gerettet. Jetzt müsste wieder der Block stehen. Jetzt die Chance für Schwerin. Hanke. Und zu dem Aufschrei muss ich nicht sagen. 25-23 geht Satz Nummer 3 an den Schweriner Sportclub. Schnaufen. Wir beginnen mit Satz Nummer 4 in der Arena am Lambrechtsgrund. Der dritte Satz also mit 25-23 an den Schweriner Sportclub. Und wir beginnen den Satz
Nummer 4 mit Denise Hanke. Klasse Block von Anja Brandt. Die Italiener bekommen ihn noch rüber. Aber die Chance jetzt natürlich. Beuys rettet den Ball noch und der Ball fällt aus. Knapp 0-1. Sieht etwas unmotiviert natürlich aus, was Anne Beuys da macht, aber das war's nicht. Es war eigentlich genau die richtige Aktion. Sie muss den Ball noch bekommen. Macht das auf schnellstmögliche Art und Weise. Hat aber leider kein Glück. Topic. Ausgleich. 1-1. Mira Topic jetzt. Guter Block von Tormann, gerettet von Topic und Akuta. Und Beuys macht sogar noch einen Angriff draus. Ah, der Block von Brandt fällt ins Aus. 1-2. Pavlikova. Mehr Schwierigkeiten mit. Der Ball fällt runter. Akuta hat ihn noch. Und Beuys macht den Punkt. 2-2. Ja, da steht sie, gute Carla Lloyd. Hände in den Hüften. Ja, was ist denn hier los? Wichtig für Schwerin, dass sie die Angaben von Havlikova entschärft haben. Anja Brandt. Ja, klasse außen vorbeigelegt von Meines. Zwei zu drei. Meines Aufgabe auch vorerst entschärft. Und der Ball im Netz. Er wollte es direkt machen mit 4 Sprung. Helena Havlikova. Aber der Punkt geht nach Schwerin. 3-3. Patricia Tormann. Bauer. Durch den Schweriner Block von Beuys am Kauffeld. 3-4. Und Bauer. Tormann, was für ein Ball! Cross geschlagen. Keine Chance. Da ist die Lücke da und genau da haust du durch. 4-4. Das ist toller Volleyball, auch sehr variantenreich, was der Schweriner Sportclub hier spielt. Anne Beuys. Klasse Angabe. Aber noch gerettet und Havlikova mit dem Ball hinter den Block gelegt. Zu spät erkannt. 4-5. Ah, das ist jetzt auch die Länge in den Angriffen vom Schweriner Sportclub. Carly Lloyd. Und guter Ball von Kauffeld, aber auch den holen sich die Italiener noch. Und gegen Havlikova ist wenig Kraut gewachsen heute. 4-6, die erste 2-Punkte-Führung im Satz 4. Carly Lloyd. Oh, der Ball von Kauffeld, da hatte viel Glück gegen Havlikova. Ja,
das darf sie selber. Berit Kaufeld. Und der Ball durch den Block durchgeschlagen von Ablikova. Und dann ist er auf 6-6. Kaufeld. Jetzt muss der Block stehen. Hinter dem Block. Gut aufgepasst von Hanke. Und jetzt kommt Anne Beuys aus dem Hinterfeld und der Block steht von den Italienern. Sechs, sieben. Marvel. Koba mit der Angabe. Topic durch den Block durch. Der Block nicht geschlossen von der Lara. Und Ablikova. 7-7. Bei den Italienern deutet sich schon ein Wechsel an. Lotti ist das, wenn ich das richtig sehe. Unterdessen erstmal Angabe von Denise Hanke. Guter Block. Topic. Und der Punkt für den Schweriner Sportclub. Und die Führung zur ersten technischen Auszeit. Ja, der Schweriner SC jetzt natürlich endgültig drin im Spiel. Sie haben nicht nur diesen Satz gewonnen, sondern sie sind ja auch jetzt im vierten dran und haben die Möglichkeit, vielleicht auch diesen zu gewinnen. Und dann ist hier alles offen in der Arena. Noch hat Busto natürlich den psychologischen Vorteil. Sie haben zwei Sätze, noch einen Satz gewinnen. Und sie haben das Spiel gewonnen. Und nicht nur dieses Spiel, sondern auch den Vergleich mit dem Schweriner Sportclub. Man wäre eine Runde weiter. Aber sollte Schwerin diesen Satz gewinnen? Kommt der Tiebreak mit dem Schwung, mit dem Wissen, dass man aufgeholt hat. Die Italiener natürlich auch mit dem Wissen, dass man zwei Satzführungen einfach so aus der Hand gegeben hat. Psychologisch wichtig. Und dann ist hier wirklich alles möglich. Denise Hanke. Und der Ball ist gut. Ganz sauber das Ass. Vielleicht haben sie am Rand noch den Beuys gesehen, wie er sich mitfreut mit Denise Hanke. 9-7. Wieder eine gute Angabe von Hanke. Beuys holt den Ball noch. Topic kommt aber nicht mehr hin. Neuner. Aber die Führung für Schwerin. Chiara. Dallara. Ah, Topic. Scheitert am Block. Ablikova wieder, 9-9. Chiara Dallara. Mit der Angabe. Und auch da Ablikova. Diesmal andersrum, die Voraussetzung schlägt gegen Topic. Macht den Punkt. 19. Dallara wieder. Und Topic ins Netz.
9:11 und das wäre vielleicht Zeit für eine Auszeit für Schwerin. Und genauso passiert es auch. Fontaine Boys mit der Auszeit. Korrigiert dann nochmal Miratopic mit der Blockarbeit. Aber man sieht es an Patricia Thormann, ein Lächeln auf dem Gesicht. Man hat Freude beim Volleyballspiel heute. Auch wenn der Gegner führt. Chiara Dallara. Aber warum soll man sich nur über das Spiel freuen? Auch nicht, auch ein wenig über das Ergebnis. Dallara. Jetzt Thormann. Richtig mal die andere Variante zu wählen. Jetzt muss er der Block stehen. Der Block steht nicht. Wieder war Brandt nicht rechtzeitig da. 9:12. Gut noch gerettet von Brandt, jetzt Beuys aus dem Hinterfeld, klasse hintergelegt. Und er kommt nicht mehr rüber, Punkt für Schwerin. Wichtig, diese Serie jetzt zu brechen. 10:12. Topic. Ja, der Block nicht geschlossen. Anja Brandt trotzdem dran. Topic hat den Ball. Zuspiel von Akuta. Anne Beuys. Und der Block von Bauer. 10:13. Trotzdem die Reinnahme von Akuta hat sich definitiv gelohnt. Sehr für den Schweriner Sportclub. Sie hat gegen die Italienerin mehr gegenzusetzen. Havlikova, das ist gute Annahme. Und Anja Brandt gegen das Netz. 10:14 und Schwerin muss seinen Rhythmus zurückfinden und das wirklich schnell. Und es geht der vierte Satz und damit das Spiel an die Italiener. An der Augen auskommt. Wahrscheinlich gleich, sie macht sich fertig, Akuta. Rettet den Ball und Anne Beuys bringt ihn rüber. Block von Brandt und Thormann. Die war klasse reingerückt, hat sie gut und frühzeitig gesehen. Anja Brandt, dass der Ball nach außen kommt. 11:14. Anja Brandt. Anne Beuys rettet den Ball und Topic aus dem Hinterfeld. Klasse gemacht von Carly Lloyd. Den zweiten Ball genommen. 11:15. Für Adam Einers. Sprungaufgabe heißt es. Die Arena steht nochmal auf. Topic, klasse. Boys, genauso muss es laufen. Für Schwerin. 12:15. Darauf müssen jetzt aber auch gefährliche Angaben folgen. Patricia Thormann. Ja, das war eine gute. Der Block muss stehen. Ja, die Chance für Schwerin. Boys, Block angeschlagen. Punkt für Schwerin. 13:15.
Die Italienerinnen versammeln sich dann nochmal an der Grundlinie. Patricia Thormann. Guter Ball. Und die Italienerinnen springen sich da in den Weg. 14-15. Und Auszeit genommen von Busto. Ja, da greift er der technischen Auszeit vor. 11:15 Stand, jetzt 14:15. Hat sich Schwerin sehr gut zurückgekämpft. Scheinbar ist allein die Androhung, dass Hanna Orgen aus gleich ins Spiel kommt, Grund genug für Schwerin ein paar Punkte zu machen. Nehmen wir das mal als ein positives Omen. Und Thormann. Wieder eine gute Angabe. Ah, das war aber auch klasse von Havelkorber. Obwohl er aber lange in der Luft war, der Block sich hätte einstellen können. Technische Auszeit jetzt beim Stand von 14:16. Technischen Auszeitwechsel bei Schwerin. Julia Retzlaff kommt für Patricia Thormann und noch Wechsel bei den Gästen aus Busto. Veronika Visconti kommt für Christina Bauer. Und Visconti kommt für die Angabe. Macht das gut und alle Boys haben da Schwierigkeiten mit. Ball kommt rüber und jetzt Schwerin. Hakuta, Hanke, boah, ist das alles frei? Dachte ich so. Ein Mannblock nur. Da muss Anne Beuys natürlich vorbeischlagen. Da war alles voll, da war alles frei, wirklich. Der konnte links vorbeischlagen, rechts vorbeischlagen. Sie entscheidet sich für die Mitte. Das war verkehrt. Visconti. Diesmal über die Variante Kaufeld. 15:17. Anna Beuys, jetzt nicht cremen. Jetzt ein Ass schlagen sollte das Motto heißen. Klasse Angabe von Anna Beuys. Der Ball im Aus. Punkt für Schwerin. Und wieder Anne Beuys. Oh, mit Netzroller macht sie zwar gefährlich, aber auch nicht mehr so schnell. Klasse von Kaufeld, dass sie den noch rüberlegt. Und jetzt muss der Block stehen. Ist da, Hakuta hat den Ball. Hanke, Top-Bild, aber der Block von Dallara Lloyd. 16:18.
Lloyd. Der Ball von Topic war nichts. 16-19. Viele solche Bälle können sie sich nicht mehr erlauben. Lloyd. Klasse! Von Kaufeld, aber noch gerettet. Aber jetzt muss es natürlich der Punkt für Schwerin werden. Kaufeld, guter Block. Jetzt die andere Seite, Topic, rübergelegt. Zu wenig, sofort gesehen von der Italienerin. Der Block muss stehen, der Ball im Aus. Punkt für Schwerin. Nicht den Block berührt, sondern nur das Netz. Und dadurch geht der Ball zu weit. 17-19. Kaufeld. Behindern sich die Italiener. Klasse von Anke! Das hat sie super gesehen. Hat nicht nur den Blick für ihre Mitspielerinnen, sondern auch den Blick in die gegnerische Hälfte. Und wieder stehen die Italienerinnen länger zusammen, besprechen sich. 18-19. Gute Angabe von Kaufeld. Die Chance, Retzlaff jetzt. Die Idee, Longline zu schlagen, richtig. Niemand dran. 18-20. Schwerin ist dran, aber sie müssen aufholen. Havelkova. Und der Ball ist drin. Er fällt direkt hinter Retzlaff runter. 18-21. 3 Punkte. Rückstand für Schwerin. 3 noch bis zum Match gewinnen. Für Busto. Diesmal geht Retzlaff ran. Topic. Nicht genug Kraft hinter. Und der Block. Von Anke nicht kraftvoll genug. Und Auszeit. Für Schwerin. Die letzte Möglichkeit für Ten Boys, nochmal zu reagieren, nochmal seine Mannschaft einzustimmen. Aber 4 Punkte ist kurz vor Ende des 4. Satzes wahrscheinlich zu viel für den Schweriner Sportclub. Die Halle ist jetzt nochmal dabei. Elena Havelkova bringt den Ball ins Spiel. Aber der Punkt muss eigentlich schon an den Schweriner SC gehen. Anne Boys. Klasse noch gerettet erst, aber dann doch der Punkt. 19-22. Denise Hanke. Wechsel nochmal bei Schwerin. Retzlaff geht, Tormann kommt. Anke, ihre Sprungaufgaben sind gefährlich. Da ist offen alles. Pavlikova, und die darf man nicht so frei schießen lassen. 19-23. Bauer kommt zurück für Visconti. Und die italienischen Fans unter uns. Sehnen sich schon. Siegestaumel. Mira Topic macht nochmal den Punkt für Schwerin. 20-23.
Mira Topic. Eine Fehlaufgabe kann sie sich nicht leisten. Dann heißt das Matchball. Eigentlich darf sich Schwerin nicht leisten, diesen Punkt abzugeben. Tun sie aber. Bauer. Und damit Matchball für Yamamai Busto Asisu. Und damit würde der geheime Tipp aller Pressevertreter eintreffen, nämlich 1:3. Oblikova bringt den Ball rein. Hakuta, Hanke, Tormann gegen die Antenne und damit ist das Spiel vorbei. Der SSC verliert 1:3 gegen Yamamai Busto Arecio. Brauchen sie aber nicht zu grämen. Mit der stärksten Saisonleistung in der Arena verabschiedet sich der Schweriner Sportclub aus dem Europapokal. Wir bedanken uns bei Ihnen fürs Zusehen, für dieses tolle Spiel. Wir hoffen, dass es Ihnen Freude gemacht hat, so wie uns. Und hören uns wieder zum nächsten Spiel in Sport in Schwerin. Thank you.